So, wir wollen uns heute bei dir einmal um die Jawline ein bisschen kümmern. Du hast gesagt, du hast da schon mal ein bisschen was reingemacht, bist aber jetzt erstmal ein bisschen unzufrieden mit der leichten Asymmetrie, die du da hast. Und dich stört auch dieser eingefallene Bereich hier, ne? Was man da gut machen kann, ist nochmal ein bisschen mit dem Kinn zu arbeiten. Man möchte es nicht zu fein, nicht zu spitz, damit es nicht zu feminin aussieht. Man würde auch mit der Jawline hier nochmal arbeiten, um den Kieferwinkel nochmal ein bisschen besser zum Vorschein zu bringen, ne? Bei dir ist es sehr, sehr fließend. Man sieht hier auch so minimal schon so ein bisschen Hängebäckchen. Dementsprechend würde man hier die Partie nochmal ein bisschen auffüllen, dass dieser Kinnübergang ein bisschen mehr eine durchgezogene Linie bildet und weniger hier diese Kante ausbildet. Ne? Okay, Sehr gut. gut. Da haben wir aber erstmal jetzt so ein kleines Großprojekt bei dir hier vorne. Ganz entspannt. Ich piekse dich einmal hier. Zwickt. Ist aber easy, ne? Hat genug. Die sind schon mal gut. Jetzt gehe ich noch mal ein bisschen so an Kinnübergang und alles, sondern letzte Feinheiten. Das einmal nehmen. Ne? Ja, habe ich. Achso, sehr gut. Was wir gemacht haben. Ne? Ich habe das Kinn noch mal so ein bisschen nach vorne geholt. Die Jawline habe ich dir hier noch mal ein bisschen stärker rausgeholt. Ein bisschen markanter. Ich musste auf der Seite hier ein bisschen mehr machen als auf der Seite, weil die Seite war von Natur aus schon breiter. Hier habe ich nur ein bisschen die Schärfe nachgezogen. Hier habe ich auch zusätzlich noch ein bisschen Volumen hinzugefügt. Ne? Dadurch, dass wir das Kinn schon mal ein bisschen nach vorne geholt haben, straffen wir schon die Partie hier und nach hinten straffen wir mit der Jawline. Und dann haben wir uns hier auch nochmal um den Kinnübergang gekümmert. Ne? Da warst du ja davor ziemlich eingefallen und warst dann hier sehr, sehr breit. Und da haben wir das schön ausgeglichen. Das ist natürlich am Anfang alles noch ein bisschen geschwollen. Ja, sieht schon. Impressed. Sehr gut, perfekt. Dann bin ich happy. Hast du noch Vielen irgendwelche Dank. Fragen? Nee. Sehr gut, dann haben wir es geschafft. Glücklich. Danke dir. Sehr gut, gerne.